Ja, herzlich willkommen bei Felgenrenninger. Wir sind heute im, glaube ich, ältesten Club von Neubrandenburg, BMW Club. Softie kennen ja schon einige. Der ist ja oft bei uns mit auf der Classic, auch mit seinem Fahrzeug mit dabei. Und deswegen habe ich gesagt, wir wollen euch mal zeigen, was es auch hier in Neubrandenburg und Umkreis für coole Autos gibt. Und haben ihn heute genötigt, an einem Sonntag den Club aufzumachen, damit wir mal ein bisschen was zeigen können. Hauptsächlich geht es natürlich um seinen E28. Der fährt von uns BBS E50 in 17 Zoll. Da werden wir gleich mal ins Detail gehen. Auf jeden Fall kann Christian mal so einen kleinen Werkstattporn hier reinhauen, wie es hier aussieht. Und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, jetzt habt ihr gerade mal die Werkstatt gesehen und jetzt werden wir mal Softie sein E28 rausholen. Der ist nämlich noch so ein bisschen eingebaut und dann gehen wir mal in die Details. Jetzt haben wir das gute Stück mal aus dem Winterschlaf geholt. Bevor Softie gleich was zu dem Auto erzählt, einmal von mir noch was. Ich habe ja geheiratet vor drei. Oh, jetzt kriege ich Ärger. Ich habe geheiratet und es war unser Hochzeitsauto. War eigentlich eine lustige Situation. Ja. Ich habe beim Friseur gesessen, den Tag noch. Unser eigentliches Hochzeitsauto, habe ich einen Anruf gekriegt, der hat gerade einen Unfall gehabt und ist kaputt. Dann habe ich Softie ganz schnell angerufen. Softie, ich brauche ein Hochzeitsauto. Du musst deinen Fünfer holen, der ist ideal dafür. Du kannst mir mal ein bisschen was zu dem Auto erzählen? Seit wann du ihn hast, was du umgebaut hast? Ja, also ich habe das Auto, glaube ich, 2007 oder so, wenn ich mich richtig erinnere, gekauft. Im Herbst und dann haben wir den, ja, sag ich mal, halb zerlegt, weil er so ein paar Stellen hatte, Roststellen natürlich, und dann haben wir ihn über Winter quasi bis zum Frühjahr, bis im Mai, Juni so, dann restauriert, geschliffen, ja. Geflext. Ist das der Originalfarbton? Das ist Originalfarbton, ja. Also so war er früher auch, das ist Kastanienrot Metallic, okay. Original von BMW. Ist ja ein 535 ist das, ne? Genau. War das Original einer? Also gekauft habe ich ihn schon als 535, den hat dann irgendwann mal vor mir schon einer umgebaut gehabt. Und vorher war es halt ein 520i, ganz normal. Okay. Automatik, ne? Wir haben ihn dann quasi restauriert, wir haben Wagenheberaufnahmen geschweißt, ja. Komplett neues Heckblech wurde eingeschweißt, das haben wir ich aber machen lassen. Und vorne am Scheibenrahmen war ein bisschen was, ja, Kotflügelkanten war ein bisschen Flugrost und sowas, das wurde alles entfernt und dann nachher lackiert. Die E28, die gehen ja aktuell oder schon seit ein paar Jahren ganz schön durch die Decke vom Preis her. Genau. Du kannst ja mal den Leuten sagen, was du mal für das Auto bezahlt hast. War das 2009? 2007. Erzähl dir mal, was du 2007 für das Auto bezahlt hast. Also 2007, muss ich sagen, habe ich dafür... Ja, darf ich eigentlich gar nicht sagen, wenn ich ihn irgendwann mal verkaufen will, dann lynchen die mich alle. Habe ich mal bezahlt 2850 Euro dafür. Ist krass, ist wirklich krass. Ne? Und wie die heutzutage so durch die Decke gehen, ist schon extrem. Ich hatte, glaube ich, vor 2-3 Jahren mal so ein bisschen gesucht nach dem E28, selbst da waren 520er schon um 5.000-6.000 Euro mit schlechter Ausstattung. Genau. Und ihr musstet ja auch hier mit der Restauration, habt ihr auch einiges noch reingesteckt an Geld. Ja, ne? Also ich habe ja damals... Dann war es jetzt zwar quasi 2007, 2008, habe ich ja nochmal so viel Geld reingesteckt, wie ich bezahlt habe, um erstmal die Grundsubstanz herzustellen wieder. Und dann ist ja, sag ich mal, der Spielkram losgegangen. Ich weiß, Getriebe habt ihr auch gerade letztes Jahr noch gemacht? Genau, Getriebe habe ich letztes Jahr einmal komplett revidiert. Das hat auch richtig Geld gekostet. Ne? Dann Fahrwerk, Felgen, diese Felgen, die Felgen davor. Die sind die Felgen, die er davor gefahren hat. Das waren die BBS RC vom 5er BMW. Genau, vom E39. Ich glaube, Chris hatte die schon im Porn hier davor. Da waren sie auf jeden Fall einmal zu sehen. Die schwarzen. Genau. Hm. Dann kam irgendwann, weil wir sehr viel Magnesium und E50 und BBS allgemein sehr viel machen, kam Dennis dann irgendwann auf uns zu. Dennis heißt ja eigentlich richtig Dennis, nicht Softie. Softie ist sein Spitzname. Ne? Kam Dennis irgendwann und hat gesagt, Jens, ich will auch mal so einen Magnesiumsatz haben.
Und haben wir lange gesucht und gefummelt und haben ihm dann halt auch einen 17 Zoll E50 Satz gebaut für das Auto, wo ich finde, dass der extrem geil auf das Auto passt. Weißt du noch die genauen Größe? Nach vorne sind wir jetzt auf 8,5 mal 17 Zoll. Und hinten? Hinten war jetzt 10 mal 17. Ja, passt halt zu so einem Fahrzeug. Ne? Ich finde auch das Gold auf dieses Kastanie mega. Dann die helle Innenausstattung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, was will man mehr? Einfach optimal. Ne? Das Einzige, was man nochmal machen könnte, wäre eine Einzeldrossel vielleicht. Ne? Aber ich kenne mich zu wenig aus damit. Geht das überhaupt da? Klar, 6-Zylinder, Einzeldrossel. Na, dann gibt es auch wieder von Dibilas. Dibilas, ne? Wisst ihr Bescheid. Müssen wir ein paar Mal öfters noch im Video Dibilas sagen, vielleicht drücken die so eine raus. Ja. Für einen 6-Zylinder. Ich habe mir gedacht, die Motorhauben gehen so auf. Aber das ist nur beim E21 so, ne? Guck mal, wenn du willst, kannst du ja hier nochmal filmen, Chris. Ich weiß nicht, ob du das mit drauf kriegst. Hier steht es noch, dass es mal ein 520 IA war. Siehst du das? Boah. Also ich bin auch eigentlich überhaupt kein Fan von der hellen Innenausstattung, ne? Aber das finde ich schon... Warte, dann muss ich rumgehen. Das ist natürlich... Jetzt ist natürlich, sagen viele, oh, da ist ja voll Staub drauf. Also wir haben Softie spontan, habe ich ihn gestern Abend angeschrieben. Wir müssen ein Auto aus dem Winterschlaf holen und lass uns da mal filmen. Deswegen ist er natürlich ein bisschen dreckig. Wir haben den jetzt nicht extra sauber gemacht, aber in so einer Schrauberwerkstatt im Winterschlaf sehen die Autos nun mal so aus. Ne? So, machen wir mal auf das gute Stück. Also gefällt mir wirklich gut. Schön zum Pflegen, ne? Ja. Ist das Original da drin? Das, also innen ist noch alles Original. Sitze, Polster, ist alles Original Farbton. Ich habe auch mal die Fahrgestellnummer abgefragt. Mhm. Also dieses Kastanienrot, das gab es nur 1982. Also das Auto ist ja Baujahr 82. Okay. Und das Kastanienrot gab es wirklich nur 1982. Laut dieser, man kann da auch die Farben abfragen bei BMW. Okay. Und da gibt es so eine Farbtabelle, wann welche Farbe in welchem Jahr lackiert worden ist. Und dieses Kastanienrot ist nur 82 lackiert worden. Und dieses Kastanienrot gab es nur... Mit der beigen Innenausstattung Und mit so einer schwarz-anthraziten Innenausstattung. Okay. Also so wurden die nur ausgeliefert. Natürlich dann. Aber den Beige, das passt schon, ne? Mit verschiedenen Extras so, ne? Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Innenausstattung findet. Also eher beige oder eher, was hast du so, Anthrazit? Schwarz-anthrazit. Oh, ich finde, das passt schon, coole Farbkombi. BMW Club Neubrandenburg, seit wann gibt's euch denn? Also BMW Club Neubrandenburg wurde mal gegründet 1996 im Dezember so, oder? Dezember, November, so haben die mal angefangen. Und da können wir als Vergleich sagen, dass ich da noch nicht mal geboren war, ne? Ja, krass. Der Chris war noch nicht mal geboren, da 96. Chris, wann bist du geboren? 97. Wie viele Mitglieder wart ihr mal und wie viel seid ihr jetzt noch ungefähr? Also ich habe ja auch nicht damals von Anfang an da mitgemacht. Ich bin, glaube ich, 97 oder 98 da eingestiegen. Ja. Und da waren... Ich sag mal irgendwo zwischen 5 und 10 so. Okay, also doch eher der kleinere Kreis. Ja, aber jetzt seid ihr auch, wie viel seid ihr jetzt noch? Auch so um jetzt die 5, sind 6, wir, ne? Jetzt sind wir, jetzt muss ich mal kurz durchzählen, 2, 4, 6. Ja. 6 Mann sind wir jetzt noch. Okay. Also der harte Kern ist jetzt noch geblieben von dem, was damals mal war. Es ist ja auch nicht mehr so Clubs wie früher, dass man das so extrem pusht. Klar steht es auf den Autos noch mit drauf, aber früher hat ja jeder irgendeinen VW-Szene-Aufkleber auf seinem Auto drauf gehabt. Das ist ja alles jetzt vorbei, sage ich mal, ist ja gar nicht mehr so doll. Aber wird sich halt noch sonntags mal zum Grillen getroffen. Genau. Oder mal eine Herrentagsrunde mit den Autos gefahren und natürlich auch ein paar Treffen. XS Classic, weiß ich, wart ihr mit uns mal mit eine Saison? Na, du sowieso immer, aber Die anderen Autos waren auch mal einmal mit. Rund um den Teich waren wir. Genau. Ne, also da fahrt ihr schon nochmal los. Da fahren wir nochmal los. Hier stehen ja noch ein paar andere schöne Autos rum. E30, ein E21. Dann haben wir noch ein E34. Genau, ein 2002. Den habt ihr auch bestimmt eben schon gesehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob wir euch die anderen Autos und die Leute dazu auch mal vorstellen sollen. Weil, kriegen wir bestimmt auch hin. Aber ja, wenn es euch nicht interessiert, dann machen wir das natürlich nicht. Aber schreibt es mal unten rein, ob wir es machen sollen. Ich feiere halt, also mein Auto, was mir am allerbesten gefällt, ist der E21, weil ich das Gelb mag. Und der sieht halt richtig geil. Der 2002, na, die anderen sind auch alle mega, aber der gefällt mir schon richtig gut. Jetzt gehen wir nochmal ins Detail bei den Rädern. Da haben wir nämlich vorhin noch nicht genug erzählt und dann zeigen wir euch nochmal ein bisschen was. BBS E50, Magnesiumfelgenstern. Ist eine 8,5 mal 17 mit einem 3 Zoll Außenbett. Hier war uns wichtig, dass der Felgenstern und die Kante vom Bett
miteinander bündig abschließen. Weil ich finde das immer nicht so hübsch, wenn dann der Stern wieder, wenn der Stern wieder so weit rausguckt, dann sieht das immer nicht ganz so gut aus. Außer natürlich mal einen fetten Zero-Lip, wo das Bett sowieso kleiner ist. Aber ansonsten finde ich das immer nicht ganz so schick, wenn das Bett in der Mitte vom Stern reingeht, der Stern wieder so ein bisschen rausguckt und dann das Bett erst wieder rauskommt. Das Coole bei der Geschichte ist, jetzt werden natürlich viele gesehen haben, das Auto hat eine Haarzulassung. Und das ist ja getuned. Und warum hat das Auto eine Haarzulassung? Das darf man ja gar nicht. Das Auto ist Baujahr 82. 82 haben wir schon gesagt. Und wenn Chris jetzt hier dichter zoomt, die Sterne. Die Sterne sind von 1983. Bedeutet zeitgenössisches Tuning, alles safe an dem Auto. Wir gehen nochmal nach hinten. Hinterachse eine 10x17 mit einem 4 Zoll Außenbett. Man sieht den Unterschied. Hier geht das Bett erst noch gerade raus und geht dann in die Stufe über. Ja, warte, das zeigen wir mal einmal. Mal ein bisschen im Detail. Vorne war ja der Stern, fing erst hier an. Hier haben wir 1 Zoll breiter, quasi 2,54 cm. Eine 10 Zoll mit einem 4 Zoll Außenbett, also die ganze Felge hat 10 Zoll. Stern ist auch von 83. Mega. Hinten, was fährst du für eine Reifenkombi vorne? Also vorne fahren wir jetzt in 2,15, 40 und hinten? 17 Zoll und hinten ist es 2,45, 35, 17 Zoll. Ja. Du kannst aber was zum Fahrwerk sagen, weil da weiß ich nämlich wirklich nicht, was da drin ist. Ja, also verbaut ist hier ein ganz normales Tieferlegungsfahrwerk von KAW. 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 Genau, die gab es früher mal. Ich weiß gar nicht, gibt es die immer noch? Die machen also für viele alte Fahrzeuge, sag ich mal, Mercedes, BMWs und auch alte Opels und so, wie ich weiß, machen die auch Fahrwerke. Und das ist jetzt ein 8045 von den Federn her. Und die hinteren... Originalstoßdämpfer oder was? Nee, da sind Bilstein B8 habe ich da verbaut. Okay. In der Kombination. Und die hinteren Stoßdämpfer, die sind mit einer Nutenverstellung. Ja. Da kann man den Federteller, der untere Federteller, den kann man variieren von der Höhe. Okay. Und vorne ist es ganz normal, sag ich mal. Und da habe ich bloß noch, sag ich mal so, Spezial-Federteller und spezielle Domlager, damit da vorne nochmal ein Stück tiefer kommt. Also ihr seht, es geht auch ohne Gewinde. Genau. Aber ich weiß, es gibt ein Gewinde für den, ne? Hat nicht Carrera also irgendwas gemacht? Also es gibt mehrere Gewindefahrwerke, ne? Also es gibt ja von H&R, ich glaube KW selber, die haben jetzt auch eins gemacht. Dann gibt es, wie heißen die anderen hier, von Vitec. Ja. Das waren, glaube ich, die ersten, die für ein E28 Gewindefahrwerke hatten. Aber da ist ja mal schwierig, dann sowas mit H-Kennzeichen zu machen. Und ich habe es ja nun schon, ist ja schon ewig verbaut. Gut. So, jetzt haben wir euch das Auto gezeigt. Ich hoffe, der E28 von Dennis gefällt euch. Ich danke dir, dass du deinen Sonntag geopfert hast. Gerne, für dich immer. Walle ist auch gerade gekommen. Dem gehört nämlich der E30. Ja. Wenn ihr die anderen Autos sehen wollt, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, auch Walle sein, dann schreibt das mal in die Kommentare. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen, weiß nicht, was ist denn das? Wann bringen wir das? Am Mittwoch? Mittwoch. Wünschen wir euch noch einen schönen Mittwochabend. Ciao, ciao. Ciao. Walle sagt tschüss. Ciao.